So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe von PLAION Pictures Madam Web von Sony bekommen. Die übernehmen ja jetzt den Vertrieb von den Sony-Filmen. Ja, und ich habe angefragt und habe die Disc bekommen. Die ist hier, die Blu-ray-Disc. Und ja, da will ich mal heute über den Film ein wenig sprechen. Madam Web, ja, das ist ja der neueste Streichfilm aus den Sony Spider-Verse-Film ohne Spider-Man ist jetzt da quasi der fünfte, nee, Quatsch, der vierte Film aus den Sony Spider-Verse, wo man keinen Spider-Man hat. Wir hatten Venom 1, wir hatten Venom 2, Let There Be Carnage, wir hatten Morbius und wir hatten Madame Web. Ich muss aber dazu sagen, ich habe Morbius noch nicht gesehen. Ich habe den zwar auf 4K, ja, aber noch nicht gesehen. Ich habe mich irgendwie damals, wo die so schlecht gemacht wurde, der Film, habe ich es nicht geschafft, den mal zu gucken. Aber muss ich noch machen. Werde ich auch noch machen. Ja. Und jetzt haben wir hier Madam Web. Den habe ich mir angeguckt. Ja, jetzt zur Geschichte. Wie gesagt, hier geht es um Madam Web. Ja. Gespielt von Dakota Johnson. Die kennen die anderen oder die meisten kennen die aus der 50 Shades of Grey-Reihe. Ja. Und ja, die hat dann quasi Fähigkeiten oder lernt oder bekommt die dann, wie gesagt, am Anfang ist so ein Rückblick mit der Mutter und so, da verrate ich mal nicht, wie das war. Und sie bekommt Fähigkeiten, dass sie quasi in die Zukunft sehen kann. Aber nicht wie sie will, sondern kommt immer drauf an. Also nicht, dass sie die Zukunft sehen will. Sie sieht etwas und dann kann die quasi und ist dann quasi wieder in der Vergangenheit und kann das dann quasi kontrollieren. Ja, so ist das dann auch bei diesen drei Teenager. Da gibt es dann diesen einen bösen Spider-Man. Also es ist kein Spider-Man, aber der zieht sich an wie so ein Spider-Man. Und ja, der sieht dann oder der träumt, dass diese drei Teenager-Mädchen, dass die da auch mal, die sind ja dann auch mal Marvel-Helden, auch so, ich weiß nicht, wie heißen die? Also diese drei Teenager, die haben dann auch Kostüme und sind auch später mal Helden. Und er sieht das in den Traum der Bösewicht. Und deswegen will er die jetzt abmurksen, dass die ihn später nicht umbringen, weil das hat er im Traum gesehen. Ich glaube, ich verrate eigentlich schon viel zu viel, aber wer will den Film eh noch gucken? Guckt den überhaupt jemand? ja, aber das ist so die Geschichte. Und die Dakota Johnson, also Madame Web, die sieht das halt und will natürlich etwas Gutes und will die Weiber retten, beziehungsweise die drei Teenager-Weiber. Na? Und dann sieht man halt diese Locations, was man schon gesehen hat, in der U-Bahn, in diesen Restaurants. So, das sind quasi auch die zwei größten Orte. Dann hat man noch ein Finale. Aber der Film plätschert vor sich hin, ist nicht wirklich spannend, macht auch wirklich keinen Spaß, muss ich sagen. Also ich muss echt sagen, es war seit langem mal wieder ein Marvel-Film, der mir jetzt nicht so gefallen hat. Also es gibt zwar immer mal wieder die ganzen, auch MCU-Filme, wo ich sage, ja, hier Black Widow oder weiß ich nicht, Eternals als Beispiel sind jetzt nicht so geil, aber ich fand zum Beispiel auch den letzten, da ja auch, der zwar vom MCU ist, The Marvels, hier Captain Marvel 2 quasi, fand ich jetzt auch nicht so scheiße, wie viele sagten. Aber ne, da hat der mir hier wirklich nicht gefallen. Also da hätte man wirklich echt mehr machen können, aber auch die Figur, jetzt kommen ja auch noch Craven the Hunter, kommt ja noch und es kommt ja noch Venom 3. Craven the Hunter wird jetzt wieder verschoben, warum auch immer, es gibt keinen Grund. Und ja, Craven the Hunter und ja, Venom 3, da kommt jetzt sogar vor im Oktober dieses Jahr. Also kommt dieses Jahr noch sehr viel Marvel-Filme. Quasi ein Deadpool bekommen wir noch, der zählt ja zum MCU und diesen Spider-Verse, die bekommen wir ja noch Venom. Und Craven, wenn sie nicht nochmal verschieben. Und Joker soll ja auch kommen, das ist ja DC. Ja. Aber ich finde auch langsam irgendwie, oh, es sind viel zu viele Superheldenfilme. Ich glaube, nächstes Jahr sollen auch wieder vier MCU-Filme kommen. Oh, nee. Also, das ist irgendwie zu viel. Wenn die Qualität, man sagt immer, bis Endgame waren sie geil. Nee, ich sag sogar No Way Home hat mir noch super gefallen. Oh, ich weiß nicht, so Superheldenmüdigkeit stimmt wirklich irgendwie. Also es gibt ja auch dann noch die ganzen MCU-Serien. Es hat jetzt zwar hiermit nichts zu tun, aber
Wie gesagt, Morbius gucke ich mir dann auch noch an. Ich habe ja alle drei Filme quasi. Also hier die Venom-Teile als 4K, Morbius. Aber hier, also ich habe ja bis jetzt nur die zwei Venom-Filme gesehen und jetzt Madame im Web. Morbius noch nicht, habe ich ja erzählt. Aber ich wollte schon echt sagen, Madame im Web ist. Also ich muss dazu sagen, bis jetzt gefällt mir gar keiner aus diesem Franchise. Aber wollte ich jetzt sagen, ist es der Schwächste? Weiß ich nicht. Ich müsste die Venom-Filme nochmal gucken. Ich war damals im ersten im Kino auch, habe damals Freikarten gewonnen. Trailer war geil, aber Film war eigentlich dann doch eine Enttäuschung. Der zweite habe ich dann in meinem Kino geguckt, war ja wegen Corona, 2G, ihr wisst das alles. Ah, den habe ich dann später im Heim. Ah, nee. Also, nee. Wollte ich diesen Film jetzt empfehlen? Nein. Also, ja, wer jetzt alles sammelt und so, es gibt ja viele, die Steelbooks haben, die sammeln die ganzen Marvel-Filme, jetzt nicht wegen MCU, sondern Marvel-Filme. Ja, kauft's, wenn ihr es unbedingt haben wollt, wenn ihr alle haben wollt. Aber so, wenn ihr nun irgendwann mal eine Blu-ray haben wollt, zur Vollständigkeit, wartet, bis die in 10er kostet. Also mehr wollte ich jetzt nicht empfehlen, lohnt sich jetzt nicht. Also ich fand den so lala. Also er ist schon einer der schwächsten Superheldenfilme, aber es geht noch schlechter. Fantastic Four aus 2015 mit Miles Teller, dieses Remake, Reboot. Ja. Den alten fand ich geil, den alten Fantastic Four von 2005, meine ich, war der. Aber der war noch schlechter, Fantastic Four 2015. Aber hier ist auch keine große Nummer. Also das ist ein Film, den hat man nächsten Tag vergessen. Kann man sich mal angucken, muss man aber nicht. So, und das ist meine Meinung zum Film. Lasst mir eure gerne mal wissen, wie fandet ihr den Film? Madame Web, ja. Also, sehr dolle, was dolles war es nicht, sag ich mal so. Also, ja, ist halt ein 0815 Superheldenfilm. Ist jetzt nichts Besonderes. Und Dakota Johnson hat eh schon gesagt, die ist mit Marvel eh jetzt schon durch nach einem Film. Und es ist auch so. Morbius gefloppt, Madame Web gefloppt, Craven verschieben sie jetzt immer. Die Venom-Filme haben immer vier eingespielt, aber beim Publikum, eigentlich ist kein richtig guter Film gut angekommen. Craven sah vom Trailer cool aus, könnte der beste werden, aber man muss abwarten. Ich weiß es noch nicht. Ich habe ihn noch nicht gesehen, da wird ja immer wieder verschoben. Es gibt gar keinen Grund, jetzt ist kein Corona mehr und wir haben auch keinen, wie heißt es hier, diese Regisseurstreik oder war Schauspielerstreik vom letzten Jahr. Deswegen durften die Schauspieler ja nicht hier zur Pressevorführung kommen, beziehungsweise hier zum Premieren. Deswegen haben sie ja Dune und Ghostbusters verschoben. Also das haben wir ja alles nicht mehr. Warum der verschoben wird, weiß ich tatsächlich auch nicht. Gut, jetzt bin ich durch und wie gesagt, ich sag nochmal, hat den jemand gesehen? Also er hat den im Kino gesehen. Gut, mein Kumpel Simon, der hat den im Kino gesehen, der guckt jeden Marvel-Film. Also sowas wie Deadpool habe ich wirklich echt Bock. Aber in sowas, The Marvels, Madame Web braucht man nicht. Das hätte man andersweitig ausgeben können. The Marvels kam irgendwie 250 Millionen, denke ich mir, Junge, Alter, pff, übertreib. So viel kam vielleicht der erste Avengers. Und da war 100 Mal besser. Genau hier, der kam, glaube ich, nur 90, hat aber auch nur 101 gespielt. Also der hat bestimmt umgerechnet 100 Millionen Miese gemacht. Mindestens. Ja, wie gesagt, das waren meine Gedanken zum Film, ja, die ich mit euch teile. Aber ich würde ihn euch jetzt nicht empfehlen. Also bin ich ehrlich, ne? Viele, oder ich habe ja auch gehört, viele sagen, ja, du bist jetzt gekauft, nimmst Filme an, kostenlos. Nee, also, wenn mir ein Film nicht gefällt, sage ich es. Nur weil ich was umsonst bekomme, lobe ich das nicht. Also mir hat der Film nicht gefallen. Ne? Und ja. Aber so ist das halt. Schmecker sind verschieden, obwohl der Film kommt ja eigentlich bei keinem richtig gut an. Aber ja, mir würde mal eure Meinung gerne interessieren. Wenn ihr den gesehen habt, wollt ihr den noch gucken? Wie steht ihr zu diesen Sony-Franchise, hier Venom, beide, Morbius, Madame Web? Oh, Madame Web sollte da nicht auch erst nach Craven kommen? Ach, das ist alles so, ich weiß nicht. Ja, und dann würde ich sagen, bin ich raus und wir sehen uns im nächsten Video. Das kommt morgen, July, ja, mehr sage ich nicht. Und ja, und Samstag kommt auch eins. Klar, wie immer, XXL Update. Und Sonntag kommt auch noch eins. Also bis Sonntag quasi. Und dann Montag, Dienstag müssen, glaube ich, auch kommen. Also jetzt kommt eigentlich fast jeden Tag ein Video.
Ja, wie gesagt, guck mal rein. Ich glaube, Sonntag habe ich eins, da habe ich ein Blu-ray-Neuheiten-Video gemacht, weil Samstag kommt nur ein Serien-Unboxing als kleinen Trostpreis, weil ja, Serien gucken, das gucken eh nicht. Es guckt eh keiner eigentlich, denke ich mal. Gut, dann würde ich sagen, bin ich raus und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.